Hallo, mein Name ist Katrin Hoffmann. Ich bin beim Filmfest München für das Kinderfilmfest zuständig und ich würde Ihnen heute gerne drei Filme vorstellen. Der erste ist Song of the Sea, den haben wir übersetzt mit Das Lied des Meeres. Der ist von Tom Moore, ein ganz fantastischer Animationsfilm aus Irland. Tom Moore war schon vor einigen Jahren auf dem Filmfest mit Das Geheimnis von Kells. Und er hat auch diesmal wieder einen wunderschönen, sehr dichten Zeichentrickfilm gemacht. Und da geht es darum, dass ein junges Mädchen, das ist die Tochter des Leuchtturmwärters, sozusagen gleichzeitig ein Seehundwesen ist und auch ein Mensch. Und sie muss sich, das ist eine alte irische Sage, und sie muss sich dann im Laufe der Geschichte entscheiden, wo sie hingehört, entweder ins Meer oder doch eher an Land zu Vater und Bruder, und der ist mit einer ganz, ganz tollen Musik, war für den Oscar nominiert und hat jetzt gerade den irischen Filmpreis gewonnen. Also wer den Film verpasst, ist selber schuld. Und der nächste Film, den ich Ihnen gerne empfehlen würde, das ist Tim, The Incredible Machine, das ist sozusagen die Abkürzung. Das ist ein niederländischer Film. Und da geht es darum, dass also die Geschichte spielt sozusagen in der nahen Zukunft und jeder Haushalt besitzt einen Roboter, einen Haushaltsroboter, und das ist eben Tim, und der ist bei dem 11-jährigen Tibor und dessen Vater und ist da sozusagen auch der Ersatz von der Mutter, die leider nicht mehr lebt, und der junge Tibor ist wirklich sehr, sehr eng mit diesem Roboter befreundet, und der hat aber immer mehr Ticks und funktioniert nicht mehr so richtig, und der Vater will den jetzt also endgültig mal entsorgen, und da rettet Tibor seinen Roboterfreund und flieht mit ihm und sucht sozusagen den Erfinder, und damit der den nochmal repariert, weil es eben wirklich der Prototyp ist und schon sehr, sehr alt, und die beiden machen sich auf eine sehr schöne Wanderung aus der Stadt raus ans Meer, wo eben dieser Erfinder leben soll. Und der Film gefällt mir deswegen sehr gut, weil er ist, konzentriert sich auf eine Geschichte und ist aber sehr langsam erzählt, und die beiden machen eben diese Wanderung und sozusagen eine Station nach der anderen, und irgendwann lernt Tibor dann auch ein Mädchen kennen, mit der er sich vielleicht auch anfreunden könnte, und dann fällt es ihm vielleicht später auch leichter, dass er seinen Freund wirklich mehr oder weniger aufgibt, weil der bricht also auch auf dieser Wanderung immer mehr zusammen, und dieser Roboter, das muss man noch erzählen, wird von einem tatsächlichen Menschen gespielt, einem ganz bekannten holländischen Tänzer, der steckt in diesem Roboterkostüm. Der dritte Film, den ich Ihnen gerne empfehlen würde, das ist Labyrinthus, ein belgischer Film. Und da geht es darum, der spielt eigentlich in zwei Welten, einmal einer virtuellen Welt und einmal einer realen Welt. Und da geht es darum, dass drei Kinder in einem Computerspiel, sozusagen real im Computerspiel sind, während ihre Körper komatös im Krankenhaus liegen, und der 14-jährige Fricke muss diese Kinder durch das Labyrinth hindurch nach draußen aus diesem Computerspiel den Weg sozusagen finden, und in der Realität kämpft Fricke auch gegen den, der sich dieses perfide Computerspiel ausgedacht hat, und wird unterstützt von seinem sehr, sehr knuffeligen großen Hund, der auch sehr schlau ist und maßgeblich zur Lösung des Falls beiträgt. Und was mir an dem Film wirklich sehr gut gefällt, ist, dass der ganze Look von dem Film ist eben gar nicht so sehr computermäßig, sondern gerade in diesen Computerspielen wird es sehr haptisch. Also die Kinder müssen sich dadurch ein echtes Kartenhaus hindurcharbeiten, schlafen auf so Zeitungspapier, Zeitungsstapeln. Also das sieht eben ganz anders aus, als man sich normalerweise Computerspiele vorstellt oder als sie sonst designt sind. Und das ist richtig spannend und ganz toll. Ja, das waren meine drei Empfehlungen.